Attacke. Ich habe mal eine Weile in einer Spielothek gearbeitet. Stunden in farbenfroher Trostlosigkeit. Jedes Blinken stand für ein verlorenes Leben. Meine Arbeit im eingeschlossenen Hall, unter kaltem Rauch, den Spielenden Getränke und Knabberzeug verteilen. Die Automaten verschlangen Münze um Münze. Manche rollten durch den Raum und verkrochen sich unter Gittern. Ich hatte die meisten Schichten mit der Sabine. Sie stellte sich mir bestimmt 10-mal vor mit "Ich bin's, die Sabine", als sei der Artikel wichtiger als der Name selbst. Außer uns beiden gab es noch den Schönen. Der hatte sich mir niemals vorgestellt und sprach auch sonst nicht viel, sodass ich über keine weitere seiner Eigenschaften Bescheid wusste. Ich wollte nie Schichten mit Mike, denn der bildete sich eine Menge darauf ein, ein Mann zu sein und darauf, dass er schon ein halbes Jahr länger angestellt war als ich. Am härtesten arbeitete die Chefin. Sie kannte alle Kunden und hielt sie fest, bis ihre Augen viereckig waren. An meinem letzten Arbeitstag sah ich, wie sich auf Manfreds Bildschirm endlich viermal dasselbe Obst aneinander schob. Viermal die Ananas. Manfred sprang auf, seine Augen schälten sich aus den Höhlen, seine Pranken schaufelten alles in die Taschen, dann spielte er weiter. In der Toilette gab es einen Automaten mit Sexspielzeug und Kondomen. Am besten verkaufte sich der kleine Taschendildo. Die Leute haben nur Zeit, um mit sich selbst herumzumachen. Und vor der Spielothek stand das Rocket Touching System RCS. Ein Spielautomat für Kinder. Er kam auch ohne Licht und Ton aus. Er war rot. Man konnte runde farbige Kaugummis bekommen oder in einem anderen Feld kleine durchscheinende Kugeln mit Überraschungen drin. Man musste nur ein paar Cent hineinwerfen und bekam sofort etwas zurück. So wurden die Kinder auf die Spiele der Ausgewachsenen vorbereitet. Ich habe letzten Sommer gekündigt. Die Chefin sah mich nur an und meinte: "Auf Wiedersehen, Luna, und viel Erfolg in deinem restlichen Leben." Dabei streichelte sie mich mit ihren Gelnägeln, als hätten wir Freunde sein können. Meinen letzten Monatslohn hat sie mir trotzdem nie überwiesen. Manchmal gehe ich noch vorüber an diesem Ort und sehe, wie sie ihr Taschengeld verzocken. Jetzt ist Sonntagnachmittag. Ich bin recht früh aufgestanden, früh für Sonntag. Meine kleine Stadt weiß, was sie von Sonntagen erwartet. Absolute Stille. Ich setzte mich auf, legte meine Füße auf die hellere Stelle des Teppichs und spreizte die Zehen. Ein feiner Lichtstrahl durchstrich den Raum in zwei Hälften. Die gegenüberliegende Hausfassade beobachtete mich mit zugekniffenen Fenstern. Dann habe ich die Axt aus dem Keller geholt. Zuerst war sie nicht als Waffe gedacht. Die Menschen, die mit mir wohnen, zogen die Brauen hoch, als ich mit ihr die Küche betrat. Ich legte sie neben einer Müslischale ab und trank eilig eine Tasse Kaffee. "Was hast du denn vor?", fragte eine, die noch nicht geschlafen hatte. Ich bin ihr die Antwort schuldig geblieben, und sie hat mir nachgestarrt mit ihren großen Pupillen und ans Kinn gezogenen Knien. Ein Murmeln huschte mir bis in den Flur nach. Okay, unheimlich. Nun laufe ich durch die Innenstadt mit meiner Axt in der Innentasche meiner Jacke. Alle Geschäfte haben zu. Leute schlendern so langsam, als sei es Absicht. Leute starren in Schaufenster, als könnten sie den Montag kaum erwarten. Ich reihe mich unauffällig in ihr Schlendern ein.
An einer Ecke verlangsame ich meinen Schritt und linse durch meine Fingerkuppen zu der Spielothek. Ein paar Kinder wimmeln sich wie Insekten um das Licht, um den Automaten. Ihre Eltern rühren in ihren Cappuccino-Tassen. Gegenüber liegt das Café Avilio. Die Jalousie ist aufgespannt. Ich zucke wieder zurück. Wieso habe ich damit nicht gerechnet? Ich hangle mich einige Schritte an der Mauer entlang, zurück in den Schatten. Das Kindergeschrei klingt wie Gesang und ich kann die Zuckerlöffel den Takt anschlagen hören. Ein Sonntagskonzert, nur für mich. Ich ziehe mir die Kapuze über und wühle nervös in meinen Taschen. Ich erfühle ein verwaschenes Taschentuch, ein Bonbonpapier, ein halbes Streichholz, etwas Klebriges. Ich erfühle kein Kleingeld. Mist. Ich habe Lust auf Kaugummi. Wieder linse ich um die Ecke. Manche Kinder spielen nun. Sie haben mit Kreide auf die Straße gemalt. Sie springen auf einem Bein, dann beide auseinander, dann wieder zusammen, mit aufgespannten Armen. Andere sitzen im Kreis und feilschen um ihre Spielsachen. Eins ist laut und protzt mit seinem Auto. Eines steht allein, couchschwer und linst, so wie ich. Wieder andere haben sich ihren Eltern auf den Schoß gesetzt, schnappen sich ihre Kekse von den Untertassen und schälen sie aus der Plastikverpackung. Ich bin geduldig. Die Sonne wandert, Wespen kreisen um die Tische und vertreiben bald die Leute. Manche springen kreischend auf und fegen sich dabei die Krümel von den Blusen. Dann werden die Spiele der Kinder unterbrochen. Manche murren, plärren oder klammern sich stur. Andere binden sich brav die Schnürsenkel, greifen nach den Händen der Erwachsenen und folgen. Der Platz ist nun leer. Beinahe eingenickt bin ich, mit dem Kopf auf der Brust. Ich warte, bis der Staub gefallen ist. Dann wage ich mich aus meinem Versteck. Endlich habe ich den roten Automaten ganz für mich alleine. Und kein Kleingeld, ihm seine Schätze zu entlocken. Ich erfühle die Axt in meiner Innentasche. Noch ein paar Blicke nach allen Seiten, in die sie sich zerstreut haben. Ein paar hoch zu den Gardinen und Balkonen, die ebenso menschenleer sind wie das Pflaster. Eine Orchidee hebt anklagend ihre 6 schönen Köpfe, sonst nicht. Ich platziere die Axt im richtigen Winkel, sodass sie, bei optimalem Kraftaufwand, die Unterseite, nämlich die, welche nach Kleingeld fordert, abschlagen wird. Dann hämmere ich. Es ist viel zu laut. Was, wenn die Sabine mich jetzt sehe? Oder noch schlimmer, die Chefin. Dann würde sie mich bestimmt kratzen mit ihren Gelnägeln. Nun kann ich die Unterseite abreißen. Da kullern die bunten Kugeln, die Überraschungen, sie verteilen sich so schnell, als wollten sie ihre rechtmäßigen Besitzer einholen. Schnell spanne ich meinen Pullover zum Auffangnetz, wie die Feuerwehr eins für die Lebensmüden spannt. Dann sprinte ich los. Dumm nur, dass ich keinen Fahrer habe, so wie die Verbrecher in den Filmen. Ich renne vorbei an der Kirche, von der aus Gott mich sieht und mir ewigen Regen verspricht. Die Axt in der einen Hand, die andere krampft sich um die Unterseite des Pullovers, um ja nichts von der Beute zu verlieren. Gleich kommen die Kinder, die etwas abhaben wollen, oder die Erwachsenen schlagen mit ihren Kaffeelöffeln auf mich ein. Gleich überholt mich die Polizei, gleich schieben sie alle ihre Gardinen beiseite und merken sich mein Gesicht. Doch mir begegnet keiner.
Ich gelange zu der kleinen Brücke am Kanal. Meine Schritte werden länger und langsamer. Gebückt über das Wasser lasse ich meine Axt fallen und vermisse sie schon. Noch ein paar Schritte, dann kann ich stehen bleiben und verschnaufen. Ich lasse mich auf einer Bank nieder. Die abgeblätterte Farbe verspricht Abgeschiedenheit. Das würde hier sonst keiner dulden in meiner Stadt. Mein Atem kommt noch flach, alles schmerzt mir. Doch dann erfühle ich die Kaugummis und ich weiß, dass es sich gelohnt hat. Und meine Brust sehnt sich nicht mehr nach Luft, sondern schwillt an vor Stolz. Die letzte Sonne spiegelt sich auf dem Wasser. Ich erkenne mich in den glänzenden Kugeln. Ich erfühle einen besonders prächtigen. Entzückt rolle ich ihn in meinen Fingern, lege ihn mir auf die Zunge, umschließe ihn mit den Lippen und kaue auf ihm herum. Schmeckt eklig.